Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Werden Sie zu denen gehören, die angeblich bei einer sogenannten geheimen Entrückung in den Himmel geführt werden? Haben Sie etwas von der Idee der geheimen Entrückung schon gehört? Es gibt ja hier in Amerika sehr viele Bücher und Filme, die davon ausgehen, dass Jesus Christus heimlich zurückkommt und dass dann diejenigen, die sich qualifiziert haben, in den Himmel aufgenommen werden für eine gewisse Zeit und dass dann Christus mit den Heiligen aus dem Himmel zurückkehren wird auf diese Erde, um dann das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Ich nehme an, dass Ihnen diese Idee in gewisser Weise bekannt ist, aber heute möchte ich Ihnen die Frage einmal stellen, worauf beruht diese Idee? Wo kommt sie her? Ist sie biblisch? Sagt uns die Bibel irgendetwas über die Idee der geheimen Entrückung? Sie werden vielleicht überrascht sein, denn ich weiß, dass viele die Auffassung vertreten, dass die Idee der heimlichen Entrückung biblisch ist. Aber ist sie das? Nun, zunächst einmal möchte ich kurz zusammenfassen und klarstellen, dass Christus deutlich gesagt hat, dass er zurückkehren wird. Er hat dies gesagt, als er noch bei den Aposteln lebte als Mensch. Er hat dies gesagt, als er auferweckt worden war und dann noch für 40 Tage bei den Aposteln war, bevor er in den Himmel fuhr. Und er hat dies auch später noch gesagt in Visionen zu dem Apostel Johannes, als der das Buch der Offenbarung schrieb. Schauen wir uns diese Stellen einmal kurz an. In Offenbarung Kapitel 2. Hier wird eine Warnung ausgesprochen von Christus an die Kirchen, die damaligen Gemeinden, aber auch an uns heute, hauptsächlich sogar an uns heute. Und er sagt uns in Offenbarung Kapitel 2 und in Vers 25, was ihr habt, das haltet fest. Also die Doktrinen, die wir erhalten haben, die Lehre, die wir erhalten haben, die Wahrheit, die wir erhalten haben, die haltet fest, sagt Christus, bis ich komme. Also er warnt davor, nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen, dass es eine große Verführung geben würde und dass viele Menschen verführt werden würden, etwas Falsches zu glauben. Und Christus warnt davor und er sagt, haltet das fest. Haltet den Glauben fest, der ein für alle Mal an die Heiligen gegeben worden ist, bis ich komme. Lesen wir auch in Kapitel 3, Offenbarung 3 und in Vers 11. Siehe, ich komme bald, sagt Christus. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Denn wenn wir uns abwenden von der Wahrheit, die wir einmal erkannt haben, dann ist die Krone, die ja nun die Herrschaft bezeichnen soll, die wir haben werden unter Christus, über diese Erde, die kann dann von uns genommen werden, weil wir uns dann ja gegen die Wahrheit auflehnen. Wir lesen auch in Kapitel 22, zu Ende des Buches der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 22 und in Vers 12. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus Christus, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Es geht hier nicht um das Heil, jemand, der sich qualifiziert hat, der das Heil erhalten wird. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, was für eine Position er einnehmen wird im Reich Gottes. Und das hängt in der Tat von seinen Werken ab, wie er gelebt hat in diesem Leben. Und dann lesen wir auch im gleichen Kapitel in Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen, sagt jetzt Johannes. Ja, komm, Herr Jesus. Also das Versprechen Jesu Christi, zurückzukehren auf diese Erde, dieses Versprechen findet sich in der gesamten Bibel. Und diejenigen, die das heute bezweifeln, die gar nicht daran glauben, dass Jesus Christus zurückkommt, die wenden sich ganz eindeutig gegen die Wahrheit des Wortes Gottes. Schauen wir uns einmal im Jakobusbrief an, was der Halbbruder Jesu Christi geschrieben hat, im 5. Kapitel. Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe.
Offensichtlich sind diese Worte an uns heute gerichtet, die wir in der Endzeit leben, die wir das Kommen des Herrn erwarten können, in dieser Jetztzeit. Und Jakobus sagt dann, seufzt nicht miteinander oder untereinander oder wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also diese Warnungen sind sehr ernst zu nehmen. Wir lesen immer und immer wieder, dass Jesus Christus bald kommen wird. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 10 an. Hebräer Kapitel 10 und Vers 37. Hebräer Kapitel 10 und Vers 37, da lesen wir, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Also es kann sich noch etwas hinziehen, sagt Paulus hier, aber er wird kommen, der da kommen soll. Ein absolutes Versprechen. Eine Prophezeiung, die in Erfüllung gehen wird, die in Erfüllung gehen muss. Da gibt es keinerlei Grund daran zu zweifeln. Aber schauen wir uns einmal jetzt an, was Christus selbst sagt. In Lukas Kapitel 18, wenn er über seine Wiederkunft spricht. Lukas Kapitel 18 und Vers 8. Eine Mahnung an uns heute. Da sagt er nämlich, angefangen in Vers 7, es geht hier um Menschen, die eben die Geduld haben müssen, die sich an Gott wenden um Hilfe. Er sagt in Vers 7, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Eine sehr wichtige Frage. Wird Jesus Christus den Glauben finden, wenn er hier auf die Erde zurückkommt? Oder werden die Menschen so verführt worden sein, durch falsche Ideen, falsche Lehren, falsche Auffassungen, falsche Philosophien, dass sie den wahren Glauben an Gott gar nicht mehr haben? Auch nicht den Glauben, dass Gott eingreifen kann und eingreifen wird, wenn wir ihn darum bitten. Schauen wir uns auch 1. Johannes Kapitel 2 an. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 28. Auch hier sagt Johannes, der gleiche, der auch nachher das Buch der Offenbarung niedergeschrieben hat, folgendes. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Also auch hier ermahnt er uns, bei dem zu bleiben, was wir gelernt haben, das zu tun, was wir tun sollen, den Glauben haben, dass Gott der Herrscher dieser Welt sein wird, dass er das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird, und dass wir eben Zuversicht haben am Tage des Gerichtes, dass wir uns nicht fürchten müssen vor Bestrafung. Es heißt ja auch, dass die wahre Liebe keine Furcht kennt, keine Furcht vor Strafe. Wenn wir die wahre Liebe praktiziert haben in diesem Leben und Liebe ist das Halten der Gebote, brauchen wir uns nicht vor Bestrafung zu fürchten, wenn Christus zurückkommt. Wir sollen also diese Zuversicht haben, aber Christus selbst stellt die Frage, aber wird diese Zuversicht, wird dieser Glaube bestehen, wenn er zurückkommt? Aber wir sehen hier ganz eindeutig, dass Christus versprochen hat, zurückzukommen. Aber wie? Jetzt geht es um die Frage der sogenannten heimlichen Entrückung. Wie wird Christus zurückkommen? Wird er einmal zurückkommen oder mehrere Male? Wird er heimlich zurückkommen oder sichtbar, für alle Menschen erkennbar? Was sagt uns die Bibel? Was sagt uns die Lehre der heimlichen Entrückung? Nun, die Lehre der heimlichen Entrückung sagt uns, dass Christus zweimal zurückkommt. Zunächst einmal heimlich und dann öffentlich. Er soll also angeblich heimlich zurückkommen. Er soll dann die Heiligen, die sich bewährt haben, heimlich in den Himmel aufnehmen. Die werden also dann heimlich entrückt, ist die Idee. Und dann nach einer gewissen Zeit wird Christus zusammen mit den Heiligen dann sichtbar auf die Erde zurückkehren. Das ist die Idee der heimlichen Entrückung. Die Frage ist das das, was die Bibel lehrt? Nun, wenn Sie noch nicht viel davon gehört haben, möchte ich Ihnen sagen, dass viele, die meisten Kommentare, die ich gelesen habe, davon ausgehen, dass diese Idee richtig ist.
Und die haben auch ein paar Stellen, die sie anführen, die wir heute und auch in der nächsten Sendung uns anschauen werden, um zu sehen, ob die Stellen wirklich das besagen. Zunächst einmal die Idee der heimlichen Entrückung. Wo kommt die her? Nun, wenn das eine biblisch fundierte Idee ist, dann könnte man doch davon ausgehen, dass die frühen Apostel diese Idee kannten und lehrten. Dann könnte man davon ausgehen, dass die frühtestamentliche, neutestamentliche Kirche diese Idee akzeptiert hat und gelehrt hat. Aber das ist keineswegs der Fall. Schauen Sie, die Idee der heimlichen Entrückung ist zunächst einmal sehr modernen Ursprungs. Ich habe hier einen Artikel vor mir lesen, der das ein bisschen näher beschreibt. Und wenn Sie einige dieser Bücher hier gelesen haben im Englischen, Left Behind, oder auch diese Filme vielleicht gesehen haben, die da produziert worden sind, die gehen ja alle von dieser heimlichen Entrückung aus. Aber wie gesagt, diese Idee ist keineswegs in der Bibel zu finden, noch ist sie eines Ursprungs, der weit in der Vergangenheit zurückliegt. Schauen Sie, die Idee der heimlichen Entrückung, die war den frühen Christen total unbekannt. Die gab es noch nicht einmal als vage Idee vor dem 16. Jahrhundert. Also erst im 16. Jahrhundert gab es einige, der Joseph Ribera, der Kardinal Bellarmine und Alcazar, das waren alles jesuitische Mönche. Und die kamen im 16. Jahrhundert auf die Idee, dass es so etwas wie eine heimliche Entrückung geben könnte. Aber die waren sehr unklar, sehr impräzise, wie das so vorgehen würde. Es dauerte bis 1825, als ein Erzbischof, oder vielmehr ein Buchhalter, der für einen Erzbischof tätig war, der Samuel Maitland, der war also, wie gesagt, ein Assistent des Erzbischofs von Canterbury, der hat dann begonnen, diese Idee ein bisschen weiter zu formulieren. Aber auch da gab es sehr viele Unklarheiten, wie das denn so geschehen sollte. Erst im Jahre 1830 begann die katholische apostolische Kirche, diese Idee ein bisschen klarer zu formulieren. Und zwar in Großbritannien. Und zwar von Menschen, die jetzt vorgaben, eine geistliche Eingebung durch den Heiligen Geist erhalten zu haben, der ihnen sagte, dass zunächst einmal die Wiederkunft Christi unmittelbar bevorstünde, denken Sie daran, das war 1830, und dass innerhalb weniger Jahre jetzt die Heiligen entrückt werden würden von Christus, in den Himmel gebracht würden und dann zusammen später mit Christus zurückkommen würden. Also wie gesagt, erst im Jahre 1830 hat die katholische apostolische Kirche durch einige Sprecher diese Idee veröffentlicht. Und zwar angeblich war es eine Inspiration durch den Heiligen Geist. Interessant ist nur, scheinbar hatte der Heilige Geist niemanden vorher über diese Idee benachrichtigt oder insoweit inspiriert. Und die waren natürlich auch falsch, die lagen auch daneben, als sie sagten, dass im Jahr 1830 Jesus Christus bald zurückkommen würde. Also das ist der Hintergrund der Idee der heimlichen Entrückung. Nun, es gibt da gewisse Variationen heute, wenn Sie so Bücher lesen, Kommentare lesen über diese Idee, da werden Sie gewisse Verschiedenheiten feststellen. Eine Idee besagt, dass Jesus Christus 7 Jahre vor seiner öffentlichen Wiederkunft kommen wird, heimlich, um die Heiligen in den Himmel zu bringen und dass dann eine große Trübsal beginnen wird, die 7 Jahre dauert. Nun, zunächst einmal klar gesagt, die Bibel lehrt nirgendwo, dass die große Trübsal oder die große Bedrängnis, wie es manchmal gesagt wird, 7 Jahre dauert. Nirgendwo findet sich diese Idee. Die Idee der Bibel ist klar, dass es eine große Trübsal geben wird, kurz vor seiner Wiederkunft, kurz vor der Wiederkunft Christi, die höchstens, ich sage höchstens, 3,5 Jahre dauern wird. Möglicherweise weniger, weil Christus nämlich sagt, dass er die Tage verkürzen wird. Die Idee, dass es 7 Jahre dauern würde, die findet sich nirgendwo in der Schrift. Aber das ist eine Idee dieser sogenannten heimlichen Entrückung. Eine andere Idee ist die, dass wiederum die Idee, die große Trübsal dauert für 7 Jahre, aber nach 3,5 Jahren
Nachdem also die große Trübsal bereits 3,5 Jahre gedauert hat, dann wird Christus heimlich zurückkommen, um die Heiligen in den Himmel zu führen. Und dann wird noch einmal eine weitere 3,5-jährige Trübsal stattfinden. Und danach kommt Christus öffentlich zurück. Also das sind so diese Ideen, die da so herumschwirren bezüglich der heimlichen Entrückung. Ich will auch gleich sagen, dass die Idee der 7 Jahre, wenn überhaupt, auf ein falsches Verständnis einer Stelle im Buch Daniel zurückgeht. Im Buch Daniel im 9. Kapitel wird von einem Bündnis gesprochen, von einem Vertrag, der eine Woche dauern würde. Und innerhalb der Mitte der Woche wird dieser Bund abgeschafft. Aber die Idee, dass sich dieses Vertragsverhältnis, wie einige das jetzt behaupten, auf einen Vertrag bezöge zwischen einem charismatischen militärischen Führer, der auch das Tier genannt wird, und dem Staat Israel, der also dann für 7 Jahre abgeschlossen wird und der nach 3,5 Jahren dann zerstört wird und die Opfer, die dann wieder gegeben werden, die würden dann abgeschafft. Diese Idee ist total verkehrt, weil nämlich Daniel 9 sich gar nicht auf das Tier bezieht. Daniel 9 bezieht sich auf Jesus Christus, der gekommen ist, um den alten Bund abzuschaffen durch seinen Opfertod. Schauen Sie, auch das ist totale Verwirrung, aber das nur nebenbei gesagt. Die Idee, dass Jesus Christus heimlich zurückkommt, ob jetzt 7 Jahre für seine öffentliche Wiederkehr oder 3,5 Jahre oder was immer, diese Idee findet sich keineswegs in der Schrift. Was die Schrift uns deutlich sagt, ist, dass Christus öffentlich, sichtbar zurückkommt. Und nicht nur das, dass er einmal zurückkommt. Die Idee, dass er zweimal zurückkäme, einmal heimlich, einmal öffentlich, ist auch jedenfalls nicht aus der Schrift herzuleiten. Christus wird einmal zurückkommen, und zwar öffentlich. Schauen wir uns die Stellen einmal jetzt an. Und vergessen Sie, wenn Sie irgendwas von der heimlichen Entrückung gehört haben sollten, vergessen Sie einmal deren Vorstellungen. Allein die Tatsache, dass die so erst im Jahr 1830 entwickelt worden ist, sollte uns schon sehr zu denken geben. Schauen wir uns das an, was in der Bibel steht. Zunächst einmal in Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9 und in Vers 28. Da heißt es deutlich: So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Also zum zweiten Mal wird er zum Heil für die erscheinen, die auf ihn warten. Die Rede ist von seinem zweiten Kommen. Wir lesen nichts von einem dritten Kommen, sondern es ist das zweite Kommen. Das erste Mal kam er als Mensch, um für uns zu sterben. Das zweite Mal kommt er als der Herrscher und der König des Reiches Gottes, um uns Einlass zu geben in das Reich Gottes, wenn wir uns bewährt haben. Und er wird öffentlich kommen, sichtbar kommen, für jeden sichtbar, in keinster Weise heimlich und dann heimlich die Heiligen entrücken in den Himmel. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 24 an. Matthäus Kapitel 24. Leider ist es so, dass viele heute diese falsche Hoffnung haben, die sich darauf versteifen, dass sie zu denen gehören werden, die in den Himmel entrückt werden, und zwar heimlich, wenn Christus heimlich kommt. Das ist eine falsche Hoffnung. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 21. Lesen wir das, was die Bibel sagt, und glauben wir dem, was Jesus Christus selbst gesagt hat, und achten wir nicht auf diese Ideen, die da so herumgeistern. Und ich sage das Wort jetzt ganz bewusst. Matthäus 24, angefangen in Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, sagt Christus, eine große Trübsal, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Wie ich sagte, die Andeutung ist klar die eines atomaren, nuklearen Weltkrieges. Es gibt andere Stellen, auch im Alten Testament, wo es heißt, dass alle Städte, alle Hauptstädte zerstört werden. Das ist anders gar nicht denkbar als durch einen weltweiten nuklearen Krieg. Und vergessen wir auch nicht, dass der Mensch niemals eine Waffe geschaffen hat, die er nicht auch schon angewendet hat. Und natürlich sind 2-mal bereits Atomwaffen angewendet worden in Japan. Also glauben wir nicht, dass das nicht möglich wäre, dass das nicht noch einmal geschehen könnte. Christus sagt, es wird eine solche Trübsal geben.
Die hat es noch nie gegeben, seitdem die Welt erschaffen wurde. Die wird es dann auch nie wieder geben. Und schauen Sie, was er jetzt sagt. Und wenn diese Tage, Vers 22, nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber die Bedeutung ist, kein Mensch würde am Leben bleiben. Kein Fleisch würde gerettet werden. Alle würden umkommen in diesem weltweiten nuklearen Krieg, der kommen wird. Aber Christus sagt, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Deswegen sagte ich, die große Trübsal, die scheinbar 3,5 Jahre zunächst einmal dauert, könnte verkürzt werden, diese Zeitspanne. Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus. Also während dieser Zeit dieser großen Trübsal. Oder da. So sollt ihr es nicht glauben. Wenn also jemand zu ihnen sagen wird, Christus wird heimlich zurückkommen, der ist jetzt heimlich bereits schon zurückgekommen, er wird die Heiligen in den Himmel nehmen. So sollt ihr es nicht glauben. Wenn jemand ihnen sagen wird, oh Christus ist bereits schon auf der Erde irgendwo. So sollt ihr es nicht glauben. Christus warnt, er sagt, es wird Menschen geben, die von sich vorgeben, entweder selbst Christus zu sein oder aber für Christus zu sprechen. Christus sagt, so sollt ihr es nicht glauben. Schauen Sie, wie er beschreibt, wie seine Wiederkunft aussehen wird. Zunächst einmal sagt er hier in Vers 21, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen. Und die werden sogar große Zeichen und Wunder tun. Es wird von einem Menschen gesprochen, der von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Der wird im Tempel Gottes sein. Der wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Der wird Verherrlichung, Verehrung, Anbetung erwarten. Und er ist ein Mensch, wie Christus sagt, wie Paulus sagt, der durch den Teufel inspiriert werden wird. Und so werden auch diese falschen Propheten, wie Christus sagt, die werden sogar Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, oder wie die Mengebibel übersetzt, womöglich, auch die Auserwählten verführten. Diese Verführung wird gewaltig sein. Glauben wir nicht, wir könnten uns nicht da in irgendeiner Weise davon verführen lassen. Eine gewaltige, allumfassende Verführung wird es geben, sagt Christus, zu diesem Zeitpunkt. Siehe, sagt er nun in Vers 25, ich habe es euch vorausgesagt. Er macht das ganz deutlich. Wenn sie also zu euch sagen werden, Vers 26, siehe es in der Wüste. So geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, möglicherweise im Tempel Gottes, der noch gebaut werden wird in Jerusalem, vor der Wiederkunft Christi. Wenn also jemand sagen wird, der ist im Allerheiligsten, in dem Haus Gottes, so sollt ihr es nicht glauben. Denn, und jetzt erklärt uns Christus, wie er zurückkommen wird. Denn, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, und den Blitz kann man sehen, der ist nicht unsichtbar, der ist nicht heimlich. So wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Er sagt in Vers 28, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier oder die Adler. Vers 29, sogleich aber nach der Bedrängnis, nach dieser großen Trübsal, jener Zeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und viele Stellen beschreiben dies in großem Detail, was da geschehen wird. Und dann, Vers 30, wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen. Die werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vers 31, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen. Eine offensichtliche, sichtbare Wiederkunft Christi wird hier beschrieben. Keine heimliche Wiederkunft und eine heimliche Entrückung. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 1 an und Vers 7. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Wir hatten gerade gelesen, Christus wird zurückkommen auf den Wolken. Hier wird das Gleiche gesagt, Offenbarung 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen. Es werden ihn sehen alle Augen. Und alle, oder wie es auch übersetzt werden kann, und sogar die, die ihn durchbohrt haben.
und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Auch hier wiederum wird deutlich, dass Christus zurückkommen wird in sichtbarer Weise. Die Stelle, wo es heißt, es werden ihn sehen, die ihn durchbohrt haben, bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament, in Sacharja Kapitel 19, Vers 37, wo das genauso gesagt wird. Schauen Sie, wir alle haben Christus durchbohrt. Wir alle sind also verantwortlich geworden für seinen Tod. Christus ist ja gestorben, um für unsere Sünde zu sterben. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sogar auf die hingewiesen wird, die damals tatsächlich ganz buchstäblich Christus durchbohrt haben. Wie zum Beispiel der Hauptmann, der sagte, nachdem Christus gestorben ist, dies war in der Tat ein gerechter Mensch. Wir wissen, dass damals viele zum Glauben kamen. Auch einige der Priester, die teilhatten an der Verurteilung Christi, die kamen zum Glauben. Die haben den Heiligen Geist erhalten. Die werden in der ersten Auferstehung sein. Wie wir noch sehen werden, wenn Christus zurückkommt, werden diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die werden auferstehen, zusammen mit denen, die noch am Leben sind und verwandelt werden in Geistwesen. Und die werden natürlich dann auch den zurückkommenden Jesus Christus sehen. Also diese Stelle, wo es heißt, sogar jene, die ihn durchbohrt haben, diejenigen, die in der Auferstehung sein werden, in der ersten, weil sie sich nachher bekehrt haben, die werden ihn auch sehen. Der Punkt ist, die werden ihn sehen. Er kommt nicht heimlich zurück. Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1 und die Verse 10 und 11. Apostelgeschichte 1 und die Verse 10 und 11. Hier wird die Himmelfahrt Jesu Christi beschrieben. Wir wissen ja, nachdem er auferweckt worden ist von den Toten, hat er noch 40 Tage und 40 Nächte bei den Aposteln verbracht, hat die über das Reich Gottes belehrt und dann wurde er in den Himmel aufgehoben, sichtbar. Schauen wir uns an, was hier gesagt wird, Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, wie fuhr er gen Himmel? Nun, Vers 9. Als er das gesagt hatte, da wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und was haben wir gelesen? Er wird zurückkommen auf einer Wolke. Er wird genauso zurückkommen, wie er gen Himmel aufgefahren ist. Das wird hier gesagt, Vers 10, als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, zwei Engel, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Genau so, wie fuhr er gen Himmel? Auf einer Wolke, sichtbar. Wie wird er zurückkommen? Auf einer Wolke, sichtbar. Keine Andeutung, dass er in irgendeiner Weise heimlich zurückkommen würde, unsichtbar. Und dann auch noch die Heiligen heimlich in den Himmel entrücken würde. Nichts davon steht in Gottes Wort. Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21. Und in Vers 27, hier wird es ganz deutlich gesagt, die Parallelstelle zu der Stelle von Matthäus, wo wir gelesen hatten, dass er zurückkommen wird auf den Wolken. Als dann, heißt es hier in Lukas 21, Vers 27, als dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also auch hier wiederum wird deutlich die Wiederkunft Christi als ein sichtbares Ereignis beschrieben. Alle Menschen werden ihn sehen. Es heißt, alle Geschlechter werden wehklagen. Warum? Weil sie sich dann bewusst werden, dass sie gegen Gott rebelliert haben. Wir lesen, dass viele während dieser schrecklichen Trübsalszeit sich nicht dazu bereit erklären werden, Gott den Vater und Jesus Christus anzubeten. Sie werden Gott lästern. Sie werden Gott verlästern. Sie werden ihn über die Plagen lästern, die über sie kommen werden. Und Christus sagt, dass die Zeit kommen wird, allerdings, wenn sie dann letztendlich doch bereuen werden. Aber zunächst einmal wird großes Wehklagen sein, weil sie dann erkennen werden, was für eine schreckliche Zeit sie über sich selbst hereingebracht haben. Nun schauen wir uns auch einmal in Offenbarung Kapitel 11 an, was der Grund der Wiederkunft Jesu Christi sein wird. Wird Christus zurückkommen, um die Heiligen heimlich in den Himmel zu entrücken? Ist das der Grund seiner Wiederkunft? Offenbarung Kapitel 11, angefangen in Vers 15. Der siebente Engel blies seine Posaune. Und wie wir noch sehen werden, es ist im Zeitpunkt
der letzten Posaune, wenn die Toten in Christus auferweckt werden, wenn die Gerechten in Christus verwandelt werden. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Das ist die letzte Posaune, weil der siebte Engel der letzte Engel ist von den sieben. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt, unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, das sind also hochrangige Engelwesen, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht, und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, ja, die sind sehr zornig geworden über Gott. Und da ist dein Zorn gekommen. Und die Zeiten, die Toten zu richten, besser die Völker zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Schauen Sie, deswegen kommt Christus zurück, um den Wahnsinn der Selbstvernichtung zu beenden. Und natürlich diejenigen, die zunächst einmal weiterhin rebellieren wollen, zunächst einmal aus dem Weg zu räumen. Aber die werden nicht für ewig aus dem Weg geräumt werden, weil sie ja nicht das in der Weise getan haben, dass sie unvergebbare Sünde begangen hätten. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, gibt es eine zweite Auferstehung, in der die Menschen, die keine wahre Gelegenheit hatten, Christus anzunehmen, weil sie eben die Wahrheit nicht kannten, diese Gelegenheit wird denen dann gegeben werden. Aber auch hier wiederum sehen wir, er kommt zurück, um das Reich Gottes zu errichten, die Herrschaft über die Welt anzunehmen. In Markus Kapitel 13, lesen wir die Verse 24 bis 27. Markus Kapitel 13, die Verse 24 bis 27. Und auch das ist etwas, worauf wir jetzt achten müssen. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, der großen Trübsal, die 3,5 Jahre dauert, vielleicht etwas kürzer, danach, heißt es hier, wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit, und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln. Achten Sie darauf, versammeln. Wann wird es geschehen? Wenn er sichtbar zurückkommt, wenn die Menschen ihn sehen werden, dann wird er seine Auserwählten versammeln. Das ist wichtig zu behalten, weil nämlich die Idee der heimlichen Entrückung etwas anderes sagt. Die sagt nämlich, dass Christus die Auserwählten versammeln wird, wenn er heimlich zurückkommt. Das sagt nicht die Bibel. Die Bibel sagt, er kommt sichtbar zurück und dann wird er seine Auserwählten versammeln. Von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Wir finden auch eine interessante Parallelstelle in den Psalmen. In Psalm 50, schlagen wir dies kurz auf, Psalm 50, die Verse 5 bis 6. Das ist bereits schon im Alten Testament prophezeit worden, noch bevor Christus als Mensch überhaupt geboren wurde, dass er zurückkommen würde als Gott, um die Auserwählten zu versammeln, zu sich zu bringen, ihnen Eintritt in das Reich Gottes zu geben, Herrschaftspositionen zu geben. Psalm 50, die Verse 5 bis 6. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer, bei dem Opfer Jesu Christi, die unter den Bedingungen des neuen Bundes leben. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Wenn Gott Richter wird, wenn Jesus Christus der Herrscher, der Richter wird über diese Erde, werden seine Heiligen sich bei ihm versammeln. Nicht vorher. Dann wird es geschehen. Wie ich sagte, Christus wird zurückkommen im Zeitpunkt der letzten Posaune. Im Zeitpunkt, wenn der siebte Engel die siebte Posaune bläst. Und dann werden die Heiligen auferweckt werden. Dann werden die, die noch leben, verwandelt werden. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Nun, das ist eine Stelle, die immer und immer wieder benutzt wird von denen, die die heimliche Entrückung lehren, die angeblich zeigen soll, wir werden mit Christus in den Himmel entrückt, wenn Christus heimlich zurückkommt. Nun schauen wir uns einmal an, ob das hier so gesagt wird. 1. Thessaloniker Kapitel 4, die Verse 15 bis 17.
achten wir sehr genau darauf, was hier gesagt wird. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also was wir hier zunächst einmal sehen, ist, dass wenn Christus zurückkommt, beide Gruppen, diejenigen, die gestorben sind, die entschlafen sind, und diejenigen, die noch leben werden in Christus, die werden beide zu diesem Zeitpunkt verwandelt werden. Paulus sagt ja, die werden denen nicht zuvorkommen, wir, die wir noch leben, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Eine Variation der Idee der heimlichen Entrückung besagt das Gegenteil. Die besagt nämlich, dass wir denen zuvorkommen werden. Diejenigen, die leben, die werden entrückt werden, und zwar, wie ich sagte, wenn Christus heimlich zurückkommt. Und dann wird Christus mit den Heiligen, die er entrückt hat, dann später zurückkommen, und dann kommt die Auferstehung der Toten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier die Bibel sagt. Die Bibel sagt, das wird im gleichen Zeitpunkt geschehen. Nun, einige der heimlichen Entrückungen, die sagen allerdings, ja, das wird alles geschehen, sowohl die Heiligen, die gestorben sind, als auch die Heiligen, die noch leben, die werden alle entrückt werden. Aber schauen Sie, sie werden keineswegs entrückt werden, weil die Bibel ja sagt, das wird sichtbar geschehen, nicht heimlich. Lesen wir weiter. Denn er selbst, der Herr, Vers 16, der wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also genau andersherum, als wie die Idee der heimlichen Entrückung das sagt. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Aha! Da steht es. Wir werden entrückt werden. Dem Herrn entgegen in die Luft. Also hier wird ja die heimliche Entrückung beschrieben in der Bibel, nicht wahr? Keineswegs. Wir werden nachher doch darauf zurückkommen. Es heißt hier zunächst einmal, es geschieht zu dem Zeitpunkt, wenn Christus sichtbar zurückkehrt. Nicht, wenn er heimlich zurückkommt. Und dann kommt es zu einer sogenannten Entrückung, aber nicht in den Himmel. Auch darauf werden wir noch eingehen. Aber es geschieht nicht heimlich, es geschieht sichtbar für alle. Und diese Entrückung, die hier in der Bibel in der Tat beschrieben wird, ist eine ganz andere, als die Idee der heimlichen Entrückung propagiert. Aber wir werden dies noch näher betrachten. Zunächst einmal will ich Ihnen 1. Korinther Kapitel 15 vorlesen. Diese Stelle macht nämlich noch deutlicher, was geschieht, wenn Christus zurückkommt, und zwar sichtbar. Keineswegs heimlich. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 52. Das sage ich euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Also solange wie wir Fleisch und Blut sind, solange wie wir Menschen sind, können wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Wussten Sie, dass Jesus Christus, als er hier ein Mensch war auf Erden, nicht im Reich Gottes war? Er war der zukünftige Herrscher des Reiches Gottes, aber er war noch nicht in das Reich Gottes geboren worden. Er wurde hineingeboren in das Reich Gottes im Zeitpunkt seiner Auferstehung. Denn um im Reich Gottes zu sein, muss man Gott sein. Fleisch und Blut, Menschen können nicht im Reich Gottes sein, solange wie sie Fleisch und Blut sind. Und Paulus macht das ganz klar. Er sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch wird die Verweslichkeit nicht erben, die Unverweslichkeit, siehe Vers 51, sage ich ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Eine Verwandlung von Fleisch und Blut zu Geist wird beschrieben, von Mensch zu Gott. Denn wie ich sagte, um im Reich Gottes zu sein, müssen wir Gott sein. Wir werden teilhaben an der Familie Gottes. Und das wird plötzlich geschehen, sagt er hier in Vers 52, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, von der wir eben schon gesprochen haben. Es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, als Geistwesen. Und wir werden verwandelt werden zu Geistwesen. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden,
das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Sieh, dann wird es keinen Tod mehr geben. Wenn wir Geistwesen sind, können wir nicht mehr sterben. Gott ist ein Geistwesen, der Vater ist ein Geistwesen, Jesus Christus ist ein Geistwesen, Teile der Gottfamilie, die können nicht mehr sterben. Es ist unmöglich für sie zu sterben. Als Fleisch- und Blutwesen können wir nach wie vor sterben. Und deswegen sagt Paulus hier, eine Verwandlung muss stattfinden. Und die wird stattfinden im Zeitpunkt der letzten Posaune, wenn Jesus Christus sichtbar, für alle sichtbar, zurückkehren wird, nicht vorher. Also auch hier wiederum, die ganze Idee der sogenannten Entrückung, dieser heimlichen Entrückung, steht im absoluten Widerspruch zu dem, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns auch folgende Passagen an. 2. Thessaloniker, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, die Verse 3 bis 10. Nun, ich bin davon überzeugt, dass einige, die sich diese Predigt heute anhören und die absolut davon besessen sind, dass es eine heimliche Entrückung gibt, die werden alle möglichen Argumente in ihrem Geist jetzt hervorzaubern, um doch noch diese Idee unterstützen zu können. Nun, auch denen möchte ich einmal sagen, hören Sie erst einmal weiter das an, was die Bibel sagt, bevor Sie zu solchen vorschnellen Ideen kommen und Schlussfolgerungen. 2. Thessaloniker Kapitel 1, die Verse 3 bis 10. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes. Darum geht es, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis, denken wir an die große Trübsal, zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben. Paulus sagt ja, wir sollen eingehen in die Ruhe des Millenniums, des Reiches Gottes. Euch also Ruhe zu geben mit uns, wann? Wenn Gott heimlich zurückkehrt, wenn Christus heimlich zurückkehrt, um uns heimlich durch eine heimliche Entrückung in den Himmel zu nehmen? Nein, wenn er sich offenbaren wird, vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind im Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, mit anderen Worten ein Verderben, wenn sie die unvergebbare Sünde begangen haben, das ewig andauern wird, nicht, dass sie ewige Folter erleiden müssen, aber die Konsequenzen werden ewig sein. Die werden den ewigen Tod erdulden müssen, für alle Zeit sterben müssen, wenn sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Das bedeutet aber zunächst einmal, dass sie die Wahrheit total erkannt hatten, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach den Heiligen Geist hatten und ihn dann aber verleugnet haben. Aber der Zusammenhang ist folgender. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her, vom Angesicht des Herrn her, und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Nicht an verschiedenen Tagen, an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache. Schauen Sie, wir müssen würdig gemacht werden. Gott muss uns würdig machen. Aber wir müssen natürlich teilhaben an diesem Prozess. Wir müssen uns würdig machen lassen. Dass euer Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, wird es zwei Situationen geben, zwei Dinge, zwei Komponenten. Er wird sich bei den Heiligen verherrlichen, mit anderen Worten, die Heiligen werden die Herrlichkeit Christi in diesem Augenblick erhalten. Aber er wird auch kommen zum gleichen Zeitpunkt, um die Ungläubigen zu bestrafen.
Und wir lesen ja über diese Bestrafung im Buch Sacharja, im Buch der Offenbarung, wenn gewaltige Armeen hier auf Erden bereit sind, gegen den wiederkommenden Jesus Christus zu kämpfen. Das zeigt die gewaltige Verführung der Menschen, die dann bestehen wird. Die werden Christus als den wahren Herrscher gar nicht anerkennen. Und viele auch heute glauben ja sowieso, dass Christus nicht Gottes Sohn war. Die glauben ja, dass Christus vielleicht nur ein Mensch war, dass seine Auferstehung auch nur ein Hirngespinst war. Die werden Christus ablehnen, die werden gegen ihn kämpfen, die werden ihn nicht als den wahren Herrscher, den Sohn Gottes, anerkennen. Unglaublich, wenn man sich das vorstellt, was noch geschehen wird. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht uns von dieser Verführung verleiten lassen. Es heißt im Buch der Offenbarung, Satan hat die ganze Welt verführt. Die ganze Welt. Wir lesen auch, dass die ganze Welt im Argen liegt, unter der Herrschaft des Bösen. Es wird Zeit, dass wir aus dieser Herrschaft herauskommen. Dass wir zunächst einmal erkennen, dass wir verführt sind, wenn wir es sind. Und dass wir dann die Verführung ablehnen und ablegen und die Wahrheit annehmen. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Auch hier wiederum denken wir daran, wir hatten bereits gelesen, dass wenn Christus zurückkommt, sichtbar, dass er dann seine Engel aussenden wird, um die Auserwählten zu versammeln, zu ihm zu bringen. Das ist der Zeitpunkt seiner sichtbaren Wiederkehr. 2. Thessaloniker Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Sagt Paulus, unter Inspiration, wem wollen Sie glauben? Paulus oder denen, die im Jahr 1830 durch die Eingebung des Heiligen Geistes angeblich jetzt die heimliche Entrückung erkannt haben? Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm. Darum geht es, wenn Christus zurückkommt, wenn wir mit ihm vereinigt werden, wenn wir entrückt werden in die Luft, Christus entgegen. Aber dann wird nicht gesagt, wo wir dann hingehen, dann heißt es nicht, dann gehen wir dann weiter in den Himmel. Schauen Sie, im dritten Himmel, wo Gott wohnt, gibt es keine Wolken. Nein, andere Stellen zeigen uns, wir werden Christus entgegengehen und dann zusammen mit ihm am gleichen Tage auf den Ölberg herabkommen. Sacharja Kapitel 14 sagt Ihnen dies, aber das wird noch in der nächsten Predigt näher behandelt werden. Aber jetzt hier 2. Thessaloniker Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinne nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, aha, durch diese Idee, der Heilige Geist hat uns eingegeben, es gibt eine heimliche Entrückung, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen. Also auch damals schon wurden Briefe herausgeschickt, die angeblich von Paulus stammten, die Paulus nie geschrieben hatte. Totale Fälschungen. Mit falschen Lehren, falschen Ideen. Paulus sagt, achtet nicht darauf. Achtet auf das und haltet das fest, was ihr von uns gelehrt bekommen habt. Also ihr sollt euch nicht irre machen lassen, weder durch Weissagung, Wort oder Brief, angeblich von uns, als sei der Tag des Herrn schon da. Der Tag des Herrn. Im Neuen Testament eine Bezeichnung auf den Tag der Wiederkunft Christi. Einige haben scheinbar damals schon behauptet, Christus sei bereits zurückgekommen. Heimlich vielleicht, obwohl da steht nichts in der Bibel drin, die Idee der heimlichen Entrückung war scheinbar damals gar nicht so bekannt. Aber die Idee war, einige hatten behauptet, Christus sei bereits schon da. Christus hat ja gewarnt, wenn sie euch sagen werden, er ist in der Wüste, glaubt es nicht. Sie sagen, er ist im Haus, glaubt es nicht. Paulus sagt, lasst euch von niemandem verführen. In keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Paulus hat damals bereits schon prophezeit, dass die überwiegende Mehrheit der Christenheit, der sogenannten Christenheit, abfallen würde von der Wahrheit. Ich weiß, es ist eine sehr, fast unglaublich klingende Behauptung. Aber das ist das genau, was die Bibel gesagt hat und auch sagt. Schauen Sie, wenn die ganze Welt verführt ist, wenn die überwiegende Mehrheit der Menschen sich gegen Christus wenden wird, wenn er zurückkommt, dann muss diese Verführung sehr gewaltig sein. Christus, sagt Paulus, kommt nicht zurück, bevor dieser Abfall erfolgt ist und der Mensch der Bosheit
Oder auch, wie andere Übersetzungen es sagen, der Mensch der Ungerechtigkeit, der Mensch der Sünde, der Ungerechte. Wenn der sich nicht offenbart hat, der Sohn des Verderbens. Wer ist dieser Mensch der Sünde? Wer ist dieser Mensch der Ungerechtigkeit? Im Buch der Offenbarung wird er als der sogenannte falsche Prophet beschrieben. Der falsche Prophet, der mit einer anderen charismatischen, politischen, militärischen Persönlichkeit kollaborieren wird. Aber dieser falsche Prophet ist eine religiöse Person, die Wunder und Zeichen vollbringen kann. Es heißt im Buch der Offenbarung, die wird sogar in der Lage sein, Feuer vom Himmel herabzuholen. Paulus sagt hier genau das Gleiche. Er sagt, wenn dieser Mensch sich offenbart hat, der Mensch der Bosheit, der Sohn des Verderbens, Vers 4, er ist der Widersacher. Also diese Person, die muss es geben. Die muss es noch geben in der Zukunft. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt. Ein Tempel, von dem ich sagte, der noch in Jerusalem gebaut werden wird. Und die Vorbereitungen, wenn Sie das nicht wussten, bestehen bereits. Man hat bereits alles zusammengestellt. Man hat sogar alle die Dinge bereits gebaut, die notwendig sind, um in den Tempel, der noch gebaut werden muss, hineinzubringen. Alles das ist bereits schon fertig. Man hat sogar schon bereits das Gewand des Hohepriesters fertiggestellt. Es kommt jetzt nur noch darauf an, die Erlaubnis zu erhalten, mit dem Tempelbau zu beginnen in Jerusalem. Und man kann sich vorstellen, wenn diese Erlaubnis erfolgt, dieser Tempel kann in weniger als einem Jahr erbaut sein. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Dieser Widersacher, der wird sich sogar in den Tempel Gottes setzen, wie es heißt, Vers 4, und von sich vorgeben, er sei Gott. Das hat es in der Vergangenheit hin und wieder schon gegeben. Es gab den Antiochos Epiphanes, der ja auch im Alten Testament erwähnt wird, der in der Tat damals zu dem damaligen Tempel ging, hat dort auf dem Altar Schweineblut geopfert, hat die Juden alle umgebracht, hat ein Götzenbild, ein Bild des Gottes Jupiter damals, in den Tempel gebracht. Das sogenannte Gräuelbild der Verwüstung, wie das Buch Daniel es beschreibt. Etwas Ähnliches wird es wieder geben, aber hier wird sogar noch mehr gesagt. Dieser Mensch wird von sich sogar vorgeben, Gott zu sein. Schauen Sie, nicht nur göttlich zu sein. Nun, viele der Cäsaren haben von sich vorgegeben, Gott zu sein. Hitler in gewisser Weise hat es angedeutet, Mussolini hat es angedeutet, andere haben es sehr stark angedeutet. Der wird es von sich behaupten. Was hat Christus gesagt? Es werden Menschen kommen, die von sich vorgeben, sie seien Christus. Und sie werden viele verführen. Aber schauen Sie, was hier geschieht im Hinblick auf unsere Diskussion heute bezüglich der sogenannten heimlichen Entrückung. Vers 5, erinnert euch nicht daran, oder erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Vers 7, es regt sich bereits schon jetzt das Geheimnis der Bosheit, das Geheimnis der Ungerechtigkeit, das Geheimnis der Verführung. Vers 8, und dann wird der Böse, dieser Ungerechte, dieser Mensch der Sünde, der von sich vorgibt, Gott zu sein, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, dann wird er offenbart werden. Dann wird er manifestiert werden, dann werden die Menschen ihn sehen. Nun, die meisten werden nicht ihn als den Bösen erkennen, die werden verführt sein, die werden ihn als den Sprecher Gottes erkennen, sozusagen, vielleicht sogar glauben, er sei Gott. Aber nun heißt es hier in Vers 8, ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Auch hier wiederum, Christus kommt. Der Zusammenhang war ja, es geht um das Kommen Christi und unsere Vereinigung mit ihm. Wenn das geschieht, wird er gegen diesen Bösen, diesen Menschen der Sünde vorgehen. Er wird ihn umbringen, durch den Hauch seines Mundes, wie es heißt. Das ist der gleiche Zeitpunkt. Christus kommt nicht erst heimlich und dann später noch einmal öffentlich. Das ist der gleiche Zeitpunkt. Das heißt hier weiter, Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten. Hier wird ganz deutlich, woher dieser Mensch der Ungerechtigkeit, dieser Mensch der Sünde seine Macht erhält, dieser falsche Prophet. In der Macht des Satans wird er auftreten, schauen Sie, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern.
und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Was ist Ungerechtigkeit? Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote. Ungerechtigkeit ist demnach eben das Verleugnen der Gebote. Dieser Böse wird also jetzt mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit denen gegenüber auftreten, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Schauen Sie, es geht nicht nur rein theoretisch darum, die Wahrheit anzunehmen. Ich meine, einige haben die Wahrheit angenommen, in gewisser Hinsicht, gewisse Aspekte der Wahrheit. Aber wie steht es mit der Liebe zur Wahrheit? Es geht nicht nur um eine theoretische Idee, es geht darum, dass man wirklich, wie man so sagen will, von der Wahrheit beseelt sein muss. Sie muss Teil unseres Wesens werden. Wir müssen eine solche Liebe zur Wahrheit Gottes haben, dass wir sie niemals willens sind aufzugeben. Das war bei diesen Menschen nicht der Fall. Die hatten vielleicht die Wahrheit angenommen, theoretisch gesehen, aber nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen. Und Gott sagt, die werden verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Was ist die Liebe Gottes? Schauen Sie, die Liebe Gottes ist, dass wir die Gebote halten. Die Bibel ist ganz konsequent in dieser Hinsicht. Darum, Vers 11, sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Schauen Sie, sie hatten vielleicht die Wahrheit angenommen zu einem gewissen Grade, aber sie wollten sich nicht ändern. Sie wollten nicht gerecht leben. Sie hatten nach wie vor Lust an der Ungerechtigkeit. Und weil sie nach wie vor die Lust der Ungerechtigkeit leben wollten, haben sie dann die Wahrheit verleugnet. Und so hat dann Gott ihnen auch dann erlaubt, in Anführungszeichen, noch mehr und mehr der Lüge zu glauben. Schauen Sie, diese Verführung, die wird gewaltig sein. Die Verführung der falschen Idee der heimlichen Erdrückung geht Hand in Hand mit der Verführung, die Wahrheit als solche total und ganz abzulehnen. Wir sollten nicht glauben, dass wir gegen solcherlei Verführung gefeit seien. Selbst wenn wir die Wahrheit erkannt haben, selbst wenn der Heilige Geist Gottes in uns lebt, sind die Warnungen nach wie vor gegeben. Haben wir die Liebe der Wahrheit angenommen? Leben wir der Liebe der Wahrheit gemäß? Nun, heute stellen sich vielleicht die meisten vor, dass sie niemals auf eine solche Verführung hereinfallen könnten. Sie haben ja bereits schon gelesen, dass es diesen falschen Propheten geben wird, diesen Menschen der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, von sich vorgibt, Gott zu sein. Aber wenn der dann tatsächlich diese Wunder vollbringt, von denen die Bibel hier schreibt, dann mag das vielleicht anders aussehen. Wenn dann wirklich diese große Trübsal kommt, und hier ist jemand, der und sagt, ja, wenn ihr an mich glaubt und an meinen Kollegen, dieses Tier, diesen militärischen Führer, dann wird es euch besser gehen. Das sind ja Worte, die hat man ja schon mal so gehört in der Vergangenheit. Wie viele werden auf diese Verführung wieder hereinfallen? Und wenn wir uns nicht sehr eng an Gott halten und an das, was Gottes Wort sagt, glauben wir nicht, dass wir nicht auch Opfer dieser Verführung sein könnten. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde in der nächsten Predigt auf die Argumente eingehen, die von den Ideen der sogenannten heimlichen Erdrückung immer wieder vorgebracht werden, um eine solche Idee zu beweisen. Und ich werde Ihnen zeigen aus der Bibel, dass kein einziges dieser Argumente stichhaltig ist im Vergleich zu dem und im Hinblick zu dem, was Gottes Wort uns sagt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.